Empfange dein Wunder. Wer von euch braucht einen Durchbruch in seinem Leben? Ah, genau für euch. Halleluja. Empfange dein Wunder. Wir wollen nicht von mir lernen oder von irgendwelchen Erfahrungen, wir wollen vom Wort Gottes lernen. Ja? Weil das hat Kraft und Bestand. Wer eine Bibel dabei hat, macht mal eure Bibeln bitte auf. In Markus Kapitel 5, Vers 21. Markus Kapitel 5, Vers 21. Ich lese die Bibelstelle vor. Da war ein Mann, der brauchte ein Wunder. Sein Name war Jairus. Wir wollen lernen, was hat er gemacht, was hat er verstanden, welchen Wege ist er gegangen und was hat er dazu veranlasst, dass er da sein Wunder empfangen hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig heute für euch als Gemeinde. Ich habe für euch gebetet, sage ich, Gott, was braucht die Gemeinde hier heute an diesem Nachmittagabend? Sagt Jesus zu mir, sag ihnen, dass ich groß bin. Also, Gott ist groß. Gott ist groß und Gott ist größer als dein Umstand, Gott ist größer als deine Probleme. Gott ist ein Gott, der Wunder tun kann. Amen. Gott ist ein Gott, der Wunder tun. Ich habe so gesehen, wie Gott euch an der Hand nimmt, so wie das Volk Israel in der Wüste. Und Gott ist dabei, manche von euch an die Hand zu nehmen und durch die Wüste zu führen. Und nach der Wüste kommt das verheißene Land. Amen. Sei bereit für dieses Neue, für das, was kommen wird. Und wir wollen lernen vom Neuen Testament, und zwar von Jairus. Markus Kapitel 5, Vers 21. Und als Jesus in dem See wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, und er war am See. Und es kommt einer, der Synagogenvorsteher, mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm, und eine große Volksmenge folgte ihm, und sie drängten ihn. Es kommt zu einer Zwischengeschichte, eine ganz andere, und dann kommt der Jairus wieder zurück. Vers 25. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten und von vielen Ärzten und all ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt, und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte. Da sie wusste, was ihr geschehen war, kam, fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Vers 35, jetzt kommt die Geschichte vom Jairus weiter. Während er noch redete, kommen sie vom Haus des Synagogenvorstehers und sagen: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers, und er sieht ein Getümmel und weinende und laut heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm: Talitha cum, das ist übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Vers 42. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Starke Geschichte, oder? Was hat Jairus gehabt, dass sein Wunder, das er brauchte, zustande gekommen ist?
Wir wollen lernen davon, nicht als eine Geschichte, sondern lernen wie von einer Sache, die Jesus zugelassen hat für uns heute im Neuen Testament, um zu lernen, was hat Jairus gehabt, was brauchen wir, um das Wunder zu empfangen. Denn Gott will, dass du dein Wunder empfängst. Im Himmel sind ganz viele Geschenke vorbereitet. Das sind für Gott einfach nur Geschenke. Für die Menschen sind es Wunder. In Gottes Reich gibt es keine Krankheit. Gibt es nicht. In Gottes Reich gibt es keine psychisch Kranken. In Gottes Reich gibt es keine Armut. Das ist Reich Gottes Normalität. In Gottes Reich gibt es Gerechtigkeit, Freude und Friede im Heiligen Geist. Amen. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen und er gibt es den Leuten, die bereit sind, es zu nehmen. Der Weg, um etwas zu nehmen, ist durch Glaube. Dir geschehe nach deinem Glauben, sagt Jesus. Ja? Dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich gerettet. Was hat Jairus gemacht? Wir wollen lesen von seinem Leben und lernen von seinem Leben. Vers 21. Jesus steigt aus und eine große Volksmenge kommt zu ihm. Vers 22. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihn zu Füßen. Was passiert da? Da kommt ein Mann, ein Synagogenvorsteher. Der Synagogenvorsteher ist eigentlich ein Jude. Ein Jude, die damals Jesus abgelehnt haben. Oder? Die Juden haben gesagt, du bist ein Irrlehrer, verschwinde von uns. Und der Chef der Juden kommt zu Jesus. Ein Synagogenvorsteher, ein Chef einer Synagoge, die eigentlich sagen, dieser Wanderprediger dort, der macht nur Probleme mit uns, das ist ein Irrlehrer, geht da nicht hin. Und der Chef kommt zu Jesus. Schon gut, genau, Amen. Er kommt zu Jesus, was steht da drin? Er fällt ihm zu Füßen. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine große Volksmenge. Er ist sehr bekannt. Der Synagogenvorsteher ist bekannt. Ganze große Volksmenge ist dort. Jesus steht in der Mitte. Dieser Synagogenvorsteher kommt und er kniet sich nieder. Mit seinem Knien hat er seinen Job verloren. Denn keiner kniet sich vor einem Irrlehrer. Mit seinem Hinknien hat er seinen Ruhm verloren. Er hat seine Ehre verloren. Er hat seine Einkunftsart verloren. Alles, auf was er sich gestützt hat in seinem Leben, hat er jetzt verloren in diesem Moment, weil er ein anderes Ziel hatte. Bist du bereit, zum Empfang deines Wunders alles zu verlieren in deinem Leben? Bist du wirklich bereit, deinen Ruhm, dein Ansehen, deine Stellung loszulassen, dafür, um das zu bekommen, was Jesus dir geben will? Jairus war bereit. Die Not war so groß bei Jairus, dass er gesagt hat, bin bereit, sogar als Synagogenvorsteher, das eigentlich verboten ist, vor Jesus zu knien, vor diesem Irrlehrer zu knien. Ich bin bereit, zu Jesus zu kommen. Ich bin bereit, alles aufzugeben. Ist deine Not wirklich so groß, dass du sagst, jawohl, ich bin bereit, meinen Stolz niederzulegen. Ich bin bereit, meinen Stolz vor Gott hinzulegen. Meinen Ruhm, meine Prestige, meine Stellung, alles, was ich habe, Gott zu geben. Wisst ihr, was das Gute ist? Wenn du alles Gott gibst, gibt Gott dir 100-fach zurück. Halleluja. Aber so viele Christen halten an diesem kleinen Halm fest und halten fest und wollen es nicht abgeben. Und sie warten ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre, 50 Jahre und eines Tages im Himmel wird Gott dir sagen, warum hast du nicht losgelassen? Jairus war so einer. Er kniet sich nieder und kommt zu Jesus. Er weiß ganz genau, niemand kann ihm helfen. Nur einer kann ihm helfen, Jesus Christus. Niemand kann ihm helfen, nur einer, Jesus Christus. Bist du dir bewusst, dass dir niemand helfen kann in deinem Leben? Nur einer, das ist Jesus Christus. Jairus hat einen guten Schritt gemacht. Er kommt zu Jesus und nicht zu der Welt. Er kommt nicht zu irgendwelchen Ärzten, das war sowieso schon nicht heilbar, war sinnlos, ja. Es war eh schon austherapiert. Das ist ein gutes Wort für Gott. Wenn Leute zu dir sagen, du bist austherapiert, heißt es bei Gott, jetzt geht's erst los. Unheilbar heißt bei Gott, jetzt geht's erst los.
Wo ich die Diagnose bekommen habe, du bist unheilbar krank, Daniel. Ich konnte damals nicht laufen, ich habe 50% meiner Sehkraft verloren, halbseitig gelähmt, habe nichts mehr gespürt, konnte nicht schreiben und stehe so rum und lauf so rumpel rum irgendwie. Und da steht drauf, Diagnose MS, unheilbar. Meine Familie weint, meine Mutter will mir das abnehmen, diese Sache, sagt sie, lieber würde ich das haben, anstatt du. Aber wisst ihr, manchmal müssen wir selber durch bestimmte Dinge durchgehen. Manche Sachen kannst du nicht abnehmen anderen Leuten. Und wir haben geweint, wir haben zusammen gebetet und so. Aber der Schlüssel war, dass ich das Wort Gottes angenommen habe und zu einem gekommen bin, Jesus Christus. Denn er ist der Heiler der Welt. Amen. Er ist der Heiler der Welt. Und Jairus war genauso. Er kam zu Jesus, nicht zu irgendwelchen Synagogen-Freunden. Ja? Die anderen Leute um dich herum, die können dir vielleicht trösten. Aber der, wo die Rettung geben kann, ist Jesus Christus. Jairus hat es gut gemacht. War bereit für sein Wunder, alles zu verlieren. Er kommt zu Jesus und nicht zu der Welt. Er setzt seine Hoffnung nicht in seinen Pastor. Er setzt seine Hoffnung nicht in seine Gemeinde. Er setzt seine Hoffnung nicht in seinen Hauskreisleiter. Er setzt seine Hoffnung nicht in seinen Seelsorger. Er setzt seine Hoffnung in Jesus Christus. Bitte, 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 setz deine Hoffnung nie in Menschen. Setz deine Hoffnung in Jesus. Und dann wirst du nie enttäuscht werden. Nie, 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 nie. Amen. Amen. So, Lektion Nummer 1, sei bereit, alles zu verlieren. Jairus war bereit, alles zu verlieren. Lektion Nummer 2, komm zu Jesus. Und jetzt kommt eine der härtesten Lektionen, die es gibt. Stell dir mal vor, Jairus spricht mit Jesus, er hat gerade seinen Job verloren, er hat die größte Not, Jesus könnte ja Nein sagen. Aber er war bereit, mit Jesus zu gehen. Und er freut sich, Jesus geht mit ihm mit. Halleluja. Nur noch ein bisschen. Und sie laufen zusammen den richtigen Weg und sie wollen das Haus an Haus ankommen. Jairus weiß, meine Tochter ist in den letzten Zügen. Noch ein paar Atemzüge und das war's dann. Die Tochter war fast tot. Ich würde sagen, die hat ein bisschen Stress. Also eher innerlich, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt kommt etwas zustande, was Gott zugelassen hat. Da kommt eine Frau, die Jesus stoppt. Könnt ihr euch das vorstellen? Also das Ziel ist irgendwo da vorne. Jesus läuft mit Jairus rum und Jesus hat ein Ziel. Jawohl, wunderbar, das werden wir machen. Da kommt eine Frau von hinten, rührt Jesu Gewand an und Jesus spürt eine Kraft, die von ihm ausgeht. Lesen wir dort. Ja? Er stoppt und fragt, wer war das? Meine Frage an euch. Wusste Jesus, wer das war? Selbstverständlich. Wusste Jesus, dass wenn er jetzt erlaubt, der Frau zu sprechen, dass das Kind sterben wird? Ja, er weiß alles. Jesus hatte zwei Möglichkeiten. Er ignoriert die Frau und rettet das Kind. Oder er lässt die Frau sprechen und lässt das Kind sterben. Mal überlegt, die zwei Dinge, die gehören zusammen. Jetzt wäre es interessant. Und zwar, jetzt wird es interessant, wichtig jetzt, was jetzt kommt. Jesus hat sich entschieden, der Frau sprechen zu lassen. Sie sollte nämlich ihre ganze Wahrheit erzählen. Sie hat 12 Jahre lang Probleme gehabt. Und da steht drin, sie hat ihre ganze Wahrheit erzählt. Ja? Ich würde mal schätzen, das dauert länger wie 10 Minuten, oder? Immer eine halbe Stunde, optimistisch. Ja? Sie erzählt eine halbe Stunde lang, sie war von einem Doktor zum nächsten, von einem Doktor zum nächsten und es wird immer schlimmer mit ihr geworden. Die ganze Wahrheit hat sie erzählt. Stell dir mal vor, Jairus daneben. Frau, mach schneller. Frau, meine Tochter ist in den letzten Zügen. Frau, ich weiß nicht, wie Jairus sich gefühlt hat. Er hat gerade geschafft, er hat seinen Job gerade verloren, gerade geschafft, dass Jesus mitkommt. Und dann kommt irgendeine Frau, die stoppt Jesus. Und jetzt kommt der Punkt. Jesus hat sich entschieden, das Kind sterben zu lassen, damit die Frau Zeugnis geben kann. Denn eins hat Jesus gewusst. Jesus ist Herr über Tod und Leben. Er ist der Herr. Er kann auch zu Toten sprechen, steh auf. Aber er ist nicht Herr über den freien Willen eines Menschen. Und wenn du etwas mit Gott erlebst, hier kommt der wichtige Punkt. Gib Zeugnis.
Wenn du etwas mit Gott erlebst, gib Zeugnis. Jesus wollte, dass diese Frau Zeugnis gibt, dass sie es erzählt, was da passiert ist. Denn dann wird eine Heilung vollständig. Dann wird eine Wunder vollständig. Und Jesus hat gewusst, wenn ich ihr noch Zeit gebe, dann wird das Kind sterben, aber ich bin Herr über Leben und Tod. Ich kann den locker von Toten aufwecken, aber ich kann nicht den freien Willen eines Menschen manipulieren. Und so gibt er uns Möglichkeiten, Zeugnis zu geben. Ich möchte dich ermutigen, es ist für Gott wichtiger wie Leben und Tod. Wisst ihr, was dahinter steckt? Ich möchte dich ermutigen, gib Zeugnis. Ich erlebe es in meinem eigenen Leben, ich war jetzt also 12 Jahre lang, bin ich schon geheilt mittlerweile. Ich reise in vielen Ländern rum und erzähle überall mein Zeugnis. Macht Spaß. Wir legen Hände auf, Menschen werden geheilt, es ist alles gut und toll. Und ich merke, jedes Mal, wenn ich Zeugnis gebe, wird meine Heilung stabiler. Es gehört zum Wunderempfangen, dass du am Ende dein Glauben bezeugst. Denn wir sind dazu da, geht hin alle Welt und predigt das Evangelium. Seid meine Zeugen. Du musst nicht irgendwie theologisches Wissen erklären. Ja, du bist ja kein Prediger oder Theologe irgendwas, sondern du musst ganz einfach erzählen, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Das will Jesus von uns, dass wir seine Zeugen sind. Und so ist es passiert. Stell dir mal vor, Jairus steht da, Jesus steht da. Die Frau erzählt die ganze Wahrheit und Jairus, mach bitte schneller, bitte schneller, bitte schneller. Und während sie noch reden, kommen schon die Leute. Lektion Nummer 3, hab Geduld. Jairus war am Brodeln wahrscheinlich. Mach bitte schneller, Frau. Nein, er hat verstanden. Gott hat es zugelassen, Jesus hat es zugelassen, damit er eins lernt. Wenn du dein Wunder empfangen willst, heißt es nicht nur, dass du dich demütigst vor Gott. Es heißt nicht nur, dass du zu Jesus kommst und nicht zur Welt, sondern es heißt, hab Geduld. Hab Geduld. Hab Geduld. Ein wichtiger Prozess, wo wir lernen müssen als Kinder Gottes, ist geduldig zu sein. Und wenn du schon eine Verheißung von Gott bekommen hast und du weißt nicht, geht es noch weiter, hat Gott mich vergessen oder was? Glaube und hab Geduld. Ganz, 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 ganz wichtig. Lass nicht zu, dass Zweifeln die Saat Gottes raubt in deinem Leben. Halte fest, auch wenn es 10 Jahre sind, halte fest. Bei uns in der Gemeinde haben wir einen Mann, oder eine Frau eigentlich, eine alte Oma, so kann man sagen, eine alte Oma, die, ich weiß nicht, wie alt sie ist, vielleicht 70 ungefähr. Entschuldigung. Eine junge Dame im Herrn. Besser? Tut mir leid, dass ich so, Entschuldigung, war falsch. Eine Glaubensfrau, eine junge Glaubensfrau, die schon 70 Jahre auf der Erde ist. Aus Ewigkeitsperspektive ist es sehr jung. Amen. Auf jeden Fall, ich war ein kleiner Junge und sie war immer in der Gebetsstunde und ich habe immer so geguckt, die betet immer und dann sagt sie, betet bitte für meinen Sohn, er ist drogenabhängig, bitte betet für meinen Sohn, bitte betet für meinen Sohn. Ich kannte diesen Sohn, ja, der hat bei uns in der Nachbarschaft gewohnt und jedes Mal, wenn wir gebetet haben, ist es immer schlimmer geworden. 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre. Jedes Mal betet sie, bitte betet für meinen Sohn in der Gebetsstunde, bitte betet für meinen Sohn. Mir hat das schon genervt als Junge, immer für diesen Sohn zu beten, wo ich wusste, wenn ich nach Hause fahren werde, sehe ich ihn irgendwo betrunken oder voller Drogen und er ist sowieso und dann wird immer schlimmer. Wird immer schlimmer, hat 5 Jahre gebetet, 7 Jahre gebetet, 10 Jahre gebetet, 11 Jahre gebetet. Wird immer schlimmer, immer schlimmer. Er wurde schon drogenabhängig, er war ein Dealer, hat sich Heroin gespritzt. Und im 12. Jahr hatte sie eine Überdosis, die gespritzt ist, umgekippt, boom. Die Mutter vom Heiligen Geist aufgewacht, sagte, jetzt steh auf, dein Sohn hat den Körper verlassen, war im künstlichen Koma in dem Moment. Und die Mutter steht auf und weiß ganz genau, jetzt geht es ums Leben und Tod, mitten in der Nacht. Sie kniet sich hin vor dem Körper ihres Sohnes und sagt, in Jesu Namen, Gott hat gesprochen, er wird die Werke des Herrn verkündigen, er wird nicht sterben. In Jesu Namen, Teufel verschwinde, Tod verschwinde aus dem Körper meines Sohnes. Und in dem Moment hat dieser Sohn in der übernatürlichen Welt gesehen, oder ja, in der geistlichen Welt gesehen, dass diese Mächte der Finsternis ihn haben wollten, jetzt gehörst du uns. Und dann kamen aber die Engel Gottes, die ihn zurückgetrieben haben. Er hat eine zweite Chance bekommen. Er kam wieder zurück zum Leben. Heute ist er vollständig wiederhergestellt. Gott hat ihn übernatürlich geheilt, auch von Drogen. Und heute ist er einer, wo viele, viele Menschen rausholt aus dem Reich der Finsternis und in Gottes Reich hineinführt. Warum? Weil eine Frau nicht aufgegeben hat. Weil eine Frau Geduld hatte. Weil eine Frau eine Verheißung bekommen hat
vom Herrn. Gott sagt, und ich habe Geduld, ich gebe nicht auf. Ja, und das bei uns in der Gemeinde, wir kennen ihn gut, der Alex, der ist verheiratet mit einer Lobpreisleiterin von uns. Und ja, und er ist brennend im Geist und hilft heute vielen Leuten. Er ist heute der, wo die Ernte einsammelt. Warum? Weil eine Frau gesät hat. 10 Jahre, 12 Jahre. Und sie hat nicht bei 11,5 Jahren aufgehört. Vielleicht stehst du bei 11,5 Jahren gerade. Bitte, bitte, bitte gib nicht auf. Vielleicht stehst du kurz vor deinem Durchbruch. Vielleicht stehst du kurz davor, dass es Wunder kommt. Kurz davor, dass es geschehen kann. Kurz davor, wo das zustande kommt. Es sieht von außen aus, wie es immer schlimmer wird. Vielleicht stehst du kurz davor. Bitte gib nicht auf. Hab Geduld. Halte durch. Amen. Amen. Ja, Jairus hat kapiert. Ich muss Geduld haben. Okay. Die Frau redet und redet und der Herr, mach bitte schneller. Und dann kommt plötzlich die, im Vers 35, während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben, warum bemühst du den Lehrer noch? Nächste Lektion, höre nicht auf Umstände. Das ist einfach zu sagen, wenn die Umstände dich angucken. Deine Verwandten kommen zu dir, mit denen du immer zu tun hast, sagen, hey, deine Tochter ist gestorben, warum bemühst du diesen Lehrer noch? Wozu? Die ist eh schon tot. Es hatte keinen Sinn, dass du deinen Job gerade verloren hast. Die ist gestorben. Die ist gestorben. Die ist tot. Lektion Nummer 4 wahrscheinlich, ja. Höre nicht auf Umstände. Umstände sind dazu da, dass wir sie durch die Wahrheit Gottes verändern. Amen. Denn es gibt eine Wahrheit und diese Wahrheit heißt Jesus Christus. Der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt kommt eine ganz, ganz super Sache. Vers 36, das freue ich mich jedes Mal, wenn ich das predige. Dieser Satz gibt es nur einmal in der Bibel. Jesus aber überhörte das Wort. Eine typisch männliche Eigenschaft. Halleluja. Er überhörte das Wort. Bitte, bitte, bitte. Entscheide dich, welches Wort du hörst und welches Wort du überhörst. Es ist wichtig, dass glaubenskillende Worte überhört werden und dass glaubensstärkende Worte angenommen werden. Jesus hat es verstanden in seinem Leben und es begeistert mich immer dieser Satz, dass ich ihn vorlesen darf. Jesus aber überhörte das Wort. Halleluja. Das geredet wurde und spricht zum Synagogenvorsteher. Fürchte dich nicht, glaube nur. Lektion Nummer 5. Fürchte dich nicht, glaube nur. Wenn die Umstände auf dich schauen und du denkst, ich komme da nicht mal weiter, versucht einer dich zu packen. Dieser eine heißt Geist der Angst. Der versucht dich zu packen, wir haben im Auto darüber gesprochen. Ja, Gabriela frei von seit Dezember 2004, frei von Angst, seit 10 Jahren mit Angst geplagt. Heute ist sie frei von Angst. Halleluja. Weil sie entschieden hat, Gott, mach mich frei davon. Es gibt einen Weg heraus aus der Angst. Gibt's. Mit Jesus Christus. Und entweder glaubst du oder du hast Angst. Da gibt es nichts dazwischen. Die vollkommene Liebe treibt alle Angst und Furcht aus. Jawohl. Denn wir haben laut 2. Timotheus 1, Vers 7 nicht den Geist der Angst bekommen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Genau, wir haben den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit bekommen. Sprich es aus in deinem Leben. Du hast nicht den Geist der Angst. Angst ist nicht ein Bestandteil deines Lebens. Angst ist etwas, wo dich an dich ranklebt und wo kein Recht hat, an dich ranzukommen. Es darf es gar nicht. Es darf es nicht, weil du frei bist davon. Es sei denn, du glaubst die Lügen vom Teufel und denkst, okay, jetzt habe ich mal Angst. Wenn Umstände auf dich zukommen, wenn Umstände kommen, versuchen sie dich zu packen im Inneren deines Herzens. Und wenn Angst drin ist, wird sie genauso funktionieren wie Glaube. Denn bei Angst siehst du etwas, was noch nicht zustande gekommen ist. Du siehst etwas ganz Schlimmes. Und weil du dich eins machst mit dem Geist der Angst, kommt es zustande in der physischen Welt. Genauso funktioniert Glaube. Glaube sieht etwas, was noch nicht da ist. Ja, siehst du mit dem geistlichen Auge, was noch nicht da ist? Du machst dich eins mit dem Glaube und es geschieht. Es kommt in die physische Welt zustande. So funktioniert es. Als ich die Diagnose bekommen habe, MS, ich habe es im Auto erzählt,
Jeden Morgen bin ich aufgewacht und da kommt eine Welle von Angst auf mich zu. Ich bin nie irgendwie ein Angsthase so gewesen, aber das ist wirklich eine geistliche Macht. Angst ist nicht, mit dem ist nicht zu spaßen. Angst ist eine geistliche Macht, aber unser Jesus ist größer. Amen. Amen. Und der kommt auf mich zu morgens, ich wache morgens auf und diese Angst kommt auf mich zu. Und ich habe mich entschieden gegen diesen Geist der Angst. 2 oder 3 Wochen ging das jeden Morgen. Also die kam auf mich drauf, alle möglichen Gedanken kommen. Todesangst, Zukunftsangst, Angst, ach alles mögliche. Mein Herz schlägt. Ich wusste nicht mehr, bin ich müde oder nicht. Und diese Angst versucht mich zu packen. Hauptsache, damit der Glaube geraubt wird. Der Teufel weiß, wenn ein Christ glaubt, ist ihm alles möglich. Alles ist möglich für den, der glaubt. Und was macht hier Jesus? Jesus spricht ein Wort zu Jairus und sagt hier, Vers 36, er hörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zum Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Es ist ganz wichtig, bevor du dein Wunder empfängst, dass du es glaubst, festhältst, obwohl du noch nicht siehst. In meinem Leben war das auch so. Ich habe dann angefangen, die Bibelstellen zu nehmen über Heilung, habe sie jeden Tag ausgesprochen. Das war auch lustig. Also ich nehme die Bibel so und da steht drin, Jesaja 53, er wurde durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja, so steht es drin. Und jeden Morgen bin ich da rumgelaufen in meinem Zimmer, halbseitig gelähmt hier. Mein Fuß wollte nicht laufen, humpel hier rum und nehme diese Bibelstellen und sag, und er war durchbohrt um unser Vergehen will, zerschlagen um unsere Sünden will. Die Strafe lag auf ihm und durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Und mein Kopf sagt mir, du bist verrückt. Hoffentlich sieht dich keiner. Ja? Ich spreche aus, ich bin geheilt durch das Blut Jesu Christi. In Jesu Namen bin ich geheilt und ich kann nicht mal laufen. Da war ein Kampf zwischen Seele und Geist. Und ich habe es ausgesprochen jedes Mal und jedes Mal kam ich mir blöder vor, wie zuvor. Und ich spreche immer wieder aus, ich bin geheilt durch das Blut Jesu Christi, bin ich geheilt. Nicht das Raussprechen hat eine Kraft, sondern das Wort Gottes im Glauben aussprechen hat eine Kraft. Denn in deiner Meinung ist keine Kraft, in meiner Meinung auch nicht. Aber im Wort Gottes ist eine Kraft. Denn das Wort Gottes ist schärfer und stärker als jedes zweischneidige Schwert. Ja, und es dringt durch, es dringt durch. Und ich habe die Bibelstellen ausgesprochen jedes Mal. Und wisst ihr, was passiert ist plötzlich? In meinem Herzen ist Glaube zustande gekommen. Denn der Glaube kommt vom Hören, Römer 10, 17. Und das, was wir hören, vom Wort Gottes. Ja, so steht es drin. Das, was du hörst, glaubst du auch. Wenn du nur Sorgen hörst, Zweifel, Ängste, Nöte und Minderwertigkeit und irgendwelche Komplexe und irgendwelche Diagnosen und hörst am Telefon noch, dass der andere auch noch ein Problem hat, dann glaubst du das auch irgendwann. Wenn du Wort Gottes glaubst, hörst, wenn du Wort Gottes annimmst, wenn du Wort Gottes aussprichst und das in dein Ohr reinlässt, glaubst du das. Entweder hast du Angst oder Glauben. Entscheide dich, was du überhörst und entscheide dich, was du anhörst. Jesus hat das gemacht. Und Jesus kommt da und er nimmt diese Bibelstelle oder diesen Zuspruch und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist eine wichtige Lektion. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und ich habe eins verstanden plötzlich, wo ich dann die Bibelstellen ausgesprochen habe. Mit jedem Aussprechen ist Glaube gewachsen. Plötzlich habe ich verstanden, das ist was Wichtiges, ich habe plötzlich verstanden, ich bin geheilt. Körperlich hat sich gar nichts verändert. Ich konnte nicht rumlaufen. Ja? Gar nichts hat sich verändert. Aber etwas Wesentliches ist passiert. Glaube ist zustande gekommen. Und jetzt kommt es. Die Wurzel der Krankheit war zerstört. Gut. Wenn du Glauben ergreifst, ist die Wurzel der Zerstörung kaputt. Und der Ursprung für ein Wunder gelegt. Wir nennen es Wunder, aber bei Gott ist es kein Wunder, das ist eine Normalität für Gott. Ja? Der Glaubende ist nie überrascht, wenn etwas zustande kommt, für was er glaubt. Nie. Denn er hat es ja bereits geglaubt.
Er hatte es bereits drin. Als ich da krank war und ich nicht weiter wusste, wie es geht, habe ich ausgesprochen, dadurch ist Glaube gewachsen, dadurch habe ich gewusst, ich bin geheilt. Das war für mich ganz klar. So wie ich sagen würde, diese Wand ist blau. War logisch für mich. Wenn ihr jetzt alle zu mir kommen würden und sagen würdet, nein, die ist grün, nein, die ist gelb, nein, die ist weiß, würde ich euch nicht glauben. Weil ich eine Überzeugung in meinem Herzen drin habe, sie ist blau. Und so logisch, wie das ist jetzt ein ziemlich triviales Beispiel, so war das aber für mich. Ich bin geheilt. Und selbst wenn die Ärzte mir sagen, du bist krank, und wenn meine Diagnose mir sagt, ich bin krank, und wenn mein Körper mir sagt, ich bin krank, und wenn meine Verwandten mir sagen, ich bin krank, es hat nicht die Kraft, was das Wort Gottes zu mir sagt. Denn das Wort Gottes sagt, ich bin geheilt. Das ist Glaube. Und möchte ich ermutigen da drin, dem Glaubenden ist alles möglich. Wenn du dein Wunder empfangen willst, einen Durchbruch in deinem Leben empfangen willst, ist es ganz wichtig, wie Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Amen? Amen. So, weiter geht's. Haben wir noch Zeit? Gut, okay, müssen da durchkommen. Aber wir kommen gut durch. So, Vers 36. Vers 37 sagt, und erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Das ist auch lustig. Er lässt niemand damit rein. Was lernen wir gleich davon? Vers 38. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel von und Weinende und laut Heulende. Faszinierend ist hier, Jesus nimmt die wichtigen Leute zum Ort des Wunders mit. Jesus nimmt nicht alle mit rein. Jesus nimmt die mit rein, die Glauben haben. Seht ihr das? Wenn du von der Gruppe der zweiten Sorte weg willst, rate ich dir, glaube. Nicht irgendwie Beziehungen aufbauen und gucken, dass alle dich sehen und dass du irgendwie toll bist, sondern entscheidend, wenn du zu der Gruppe gehören willst, die Jesus an den Ort des Wunders mitnimmt, musst du jemand sein, der im Geistlichen einen Namen hat. Die Dämonen kommen zu diesen Leuten und sagen, von Paulus haben wir gehört, Jesus kennen wir, aber wer seid ihr? Im Geistlichen gibt es bestimmte Autoritäten. Wenn du bereit bist zu glauben und dich eins zu machen mit dem Himmel, hast du eine Autorität. Nicht von deinem Namen, sondern durch den Namen Jesu Christi. Wow. Und dann nimmt er sie mit. Und was passiert? Dieser Mann kommt zu seinem eigenen Haus. Die Leute heulen alle um ihn herum. Alle heulen da. Jemand ist gestorben. Ja, das war früher noch schlimmer. Da ist man also vorm Haus rumgelaufen da und da wurden Leute da bezahlt, damit sie da Geschrei machen. Ja. So, und dann heulen die da alle rum. Stell dir mal vor, Jairus, wie es ihm geht. Er hatte niemand, also die Verwandten sagen, dein Kind ist tot. Dann sieht er die heulenden Leute. Dann weiß er nicht weiter. Er hat nur eins, einen Zuspruch von Gott, von Jesus. Fürchte dich nicht, glaube nur. Er hat nicht mal gesagt, ich werde dein Kind heilen oder was auch immer. Er hat nur ein Wort bekommen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Manchmal laufen wir in Wüstenzeiten rum und wir sehen gar nichts, gar nichts. Und wir haben nur ein Wort vom Herrn. Bitte, bitte, bitte halte dieses Wort fest. Halte es fest. Das Einzige, was du hast, halte es fest. Es ist Leben. Halleluja. Sprüche 4 sagt, denk nach über das Wort Gottes Tag und Nacht. Denn Leben sind sie denen, die sie finden. Und Heilung für ganzes Fleisch. Heilung für ganzes Fleisch. Und wie geht es weiter? Vers 39, Vers 38, was wir gesehen haben, diese Getümmel, laut weinende und heulende, sieht er plötzlich Leute um ihn herum. Es entspricht nicht dem, was er glaubt. Was hat er gelernt? Lass dich nicht ablenken. Nicht ablenken lassen. Wenn wir unser Wunder empfangen wollen, dürfen wir uns nicht ablenken lassen. Jetzt kommt ein ganz zentraler Vers, Vers 39. Ein Knackpunkt für ein Wunder, Vers 39. Und er geht hinein und sagt, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Halleluja. Das ist ganz wichtig, was jetzt passiert. Jesus, oder Frage an euch, war das Kind tot? Eindeutig. Ja, war so.
100%. War das für Jesus ausschlaggebend? Nein. Jetzt kommt etwas Wichtiges. Jesus kommt in einen Bereich hinein des Todes. Und bei Jesus gibt es keinen Tod. Jesus kommt hinein in den Bereich des Todes. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Er kommt nicht und gleich und heilt sie oder weckt sie von Toten auf, sondern er kommt hinein und spricht das Wort der Wahrheit. Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Er spricht Leben hinein mit seinem Wort. Da ist Kraft im Wort. Als Gott die Erde geschaffen hat, hat das mit seinem Wort geschaffen. Er hat Wort hineingesprochen, Wahrheit hineingesprochen. Vielleicht bist du mitten in Umständen und du siehst, deine Vision ist tot. Deine Ehe ist so gut wie tot. Die Beziehung zu deinen Kindern ist so gut wie tot. Mein Glaube ist so gut wie tot. Da ist meine Beziehung mit Gott so gut wie tot. Ich kann schon gar nicht mehr weiter. Und in der Situation kommt Jesus hinein und sagt, dein Kind ist nicht gestorben, sondern er schläft. Heute kann eine Auferstehung zustande kommen von eingeschlafenen Visionen, von eingeschlafenen Berufungen, von eingeschlafenen Beziehungen. Denn Jesus ist ein Gott der Wiederherstellung und der Heilung und des Lebens. Amen. Gott kann das machen und will das machen. Es ist ganz wichtig, dass du dieses Wort nimmst. Jesus steht da drinnen, er kommt und sagt, das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. In diesem Moment ist der Tod gewichen. War es bereits sichtbar? Nein, aber in dem Moment war der Tod weg, weil einer gesprochen hat, Jesus Christus. In meinem Leben war das ein ganz, ganz wichtiger Moment. Ich habe verstanden, es gibt Realitäten, die heißt Arbeitslosigkeit, Probleme, finanzielle Dinge, psychische Krankheiten, körperliche Krankheiten. Das sind alles Realitäten, die können wir nicht wegsprechen. Die sind da. Es ist so. Und dann gibt es eine Wahrheit. Diese Wahrheit heißt Wort Gottes. Und mit der Wahrheit können wir jede Realität verändern. Denn da ist Kraft in seinem Wort. Da ist Kraft in seinem Wort. Ich habe verstanden, dass ich jede Sache unter dieser Erde sich unterordnen muss dem Willen Gottes. Denn er ist der Herr, er hat gesprochen. Und wenn Jesus spricht, verändert sich alles. Die Atmosphäre verändert sich. Wisst ihr, ich könnte euch jetzt meine Heilungsgeschichte erzählen oder meine Himmelsgeschichte erzählen. Das würde euch ermutigen, das wäre alles toll. Bestellt lieber die CDs. Was ich jetzt gebe, ist viel wichtiger. Den Schlüssel zum Regieren in der geistlichen Welt. Viel besser. Das ist ja, der Schlüssel sozusagen. Ja. Nimm das. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du mitten in Umständen drin bist und du wartest auf dein Wunder, jetzt kommt, sprich Wahrheit aus. Sprich nicht irgendwelche komischen Gefühle, Dinge aus, wo du denkst, oh, ich fühle mich momentan gerade so. Der Glaubende ist nicht, das ist nicht entscheidend, wie er sich fühlt. Der Glaubende spricht das Wort Gottes im Glauben. Er spricht im Glauben und lässt sich nicht ablenken von irgendwelchen Dingen. Bitte, 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 wenn du kannst die gleichen Dinge tun, die Jesus tat und größere, sagt Jesus, ja, genau gleichen. Du hast die Autorität vom Herrn bekommen und sein Wort ist ausgesprochen worden, sein Wort ist da. Sein Wort ist da. Und Jesus sagt, das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Also Jesus kommt in eine Situation hinein und die Realität ist eindeutig tot. Die Wahrheit dagegen ist total das Gegenteil. Es ist nicht gestorben, sondern schläft. Wenn du Wahrheit aussprichst, sprichst du gegen deine Gefühle? Sprichst du gegen deine Logik? Sprichst du gegen alle möglichen verstandesmäßig logisch denkenden Dinge? Du sprichst Wahrheit Gottes aus. Das ist der Schlüssel, um ein Wunder zu empfangen. Bitte, 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 wenn du ein Wunder brauchst, einen Durchbruch in deinem Leben, nimm das Wort Gottes, sprich es aus, denn da ist Kraft in der Wahrheit Gottes. Ich habe verstanden, wo ich geheilt wurde später, das war der Schlüssel. Dass ich die Wahrheit Gottes nehme, nämlich seine Bibelstellen, das Wort Gottes und es hineinspreche in die Realitäten. Und wir sind dazu berufen, schon im 1. Mose 1, geht hin und regiert. Nicht geht hin und werdet regiert von den Umständen und Problemen, sondern regiert in der geistlichen Welt.
Wir sind berufen zu regieren, nicht wie irgendwelche Sklaven auf dieser Erde rumzulaufen. Wir sind Königskinder mit einer Königswürde. Amen. Unser Gott ist der König der Könige. Jesus Christus im Reich Gottes der Einzige, der spricht. Und wenn er spricht, verändert sich alles. Unser Gott ist ein großer Gott. Amen. Das ist mein Auftrag, euch zu sagen. Unser Gott ist ein großer Gott. Und wisse, dass im Königreich Gottes hat einer das Sagen, ein einziger. Und dieser Name heißt Jesus Christus. Und wenn Jesus spricht, wird es so werden. Aber wo sind die Menschen, die festhalten im Glauben? Die Leute, die im Glauben festhalten, das sind die, wo wie ein Strom vom Himmel runterkommt. Wir sind berufen dazu, Realitäten zu verändern durch die Wahrheit Gottes. Amen. Kam das an? Das war mir ganz wichtig, euch zu sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Bitte, bitte, bitte. Nimm die Wahrheit Gottes, sprich es rein. Halleluja. Er spricht. Er ist nicht gestorben, sondern das Kind schläft. Und jetzt kommt eine gute Reaktion. Das ist auch lustig. Vers 39 haben wir gerade gelesen. Jetzt kommt Vers 40. Was passiert? Und sie lachten ihn aus. Warum? Denn das, was er spricht, ist lächerlich. Aus der Sichtweise der Welt. Wenn du sprichst im Glauben, ist es lächerlich aus der Sichtweise der Welt. Als ich damals krank war und humpel da rum, es war sogar lächerlich für mich. Ja? Das ist überhaupt lächerlich. Aber es hat eine Kraft, wenn man spricht im Glauben. Und wenn Leute dich auslachen, halte es einfach aus. Jesus ignoriert das Ding einfach und sagt, ja. Und sie lachten ihn aus. Er reagiert gar nicht darauf. Vers 40. Und als er alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, mit hinein, wo das Kind war. Es ist ganz wichtig. Jesus treibt die, die aus Realitäten schauen und die aus Angst reagieren, raus. Kommt rein, die ihr das Wunder erleben wollt. Ich möchte fragen, zu welcher Gruppe gehörst du? Komm zu der Gruppe des Glaubens, die Jesus hineinnimmt. Wow, Jesus nimmt sie mit hinein. Willst du auch dabei sein? Vers 41. Und er griff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita kum. Das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Er spricht zu ihr, als ob es lebt. Er sagt nicht, sei lebendig vor den Toten, denn das Kind war nicht tot. Er hat doch gesprochen, das Kind ist nicht tot. Er spricht mit ihr, nimmt die Hand, steh auf, wie mein Kind aufweckt. Steh auf. Jesus reagiert aus Glauben. Es ist ganz wichtig für uns, aus Glauben zu reagieren, aus Glauben zu handeln. Und plötzlich geschieht ein Wunder. Jesus spricht Leben rein und sagt, steh auf. Und dann kommt ein Wunder zustande, Vers 42. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt und jetzt kommt's. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Wer war der Einzige, wo nicht erstaunt war? Jesus, denn er hat es bereits verstanden, er hat es bereits gehabt. Derjenige, der glaubt, ist nicht überrascht von dem, was da passiert. Wo ich damals geheilt war, ich habe gewusst, ich bin geheilt, ist doch logisch, dass das Ding blau ist. Alle haben gesagt, grün, gelb und rot. Nein, es ist blau, ich bin geheilt. Und dann kam es plötzlich zustande, wow, du bist geheilt, tatsächlich, du bist geheilt. Und dann war das für mich, ist doch klar. Gott hat es doch gemacht. Aber dann war das ein Wunder, ein medizinisches Wunder. Ja, wo nicht, und dann war ich im Fernsehen irgendwann deswegen, da Interview gegeben. Dadurch habe ich auch mit vielen Leuten sprechen können. Und heute habe ich gemerkt, Gott hat diese Sache zugelassen in meinem Leben für einen Zweck. Damit ich die Gemeinde ermutige, wie heute, ja, wie euch ermutige, halte das fest im Wort Gottes. Und zweitens, damit ich selber näher zum Vater komme, in der Beziehung mit dem Vater. Ich habe verstanden, die Tiefphase, wo ich erlebt habe in meinem Leben, war dazu da, damit ihr ein Segen werde für andere, durch Zeugnis geben und dass meine Beziehung zum Vater immer stärker wird. Wenn du in einer Tiefphase bist, gerade momentan, und du brauchst ein Wunder, einen Durchbruch in deinem Leben, wisse eins, Gott lässt diese Dinge zu. Wozu? Damit du in deinem Leben näher zum Vater kommst und damit du ein Wunder erlebst, sodass Menschen um dich herum gesegnet werden. Amen. Stehen wir auf zusammen? Ja?